Dann wünsche ich erstmal einen guten Morgen allerseits. Ich habe letztes Mal hier an dieser Stelle aufgehört, an der wir mit den lokalen Netzwerken beginnen wollten. Und was ich letztes Mal noch kurz erzählt habe, ist, dass es so eine Standardisierungsstruktur gibt von diesem Institute for Electrical and Electronic Engineers oder so ähnlich, IEEE. Das ist sowas wie der VDE, bloß eben in den Vereinigten Staaten. Und welche Sorte von Elektrikern das ist, das muss man vielleicht nochmal im Internet nachgucken. Jedenfalls haben die diese Standardisierung schon vor, sagen wir mal, 30 Jahren Größenordnung oder noch mehr übernommen, nämlich damals, als der Bob Metcalfe das Ethernet bei Xerox entwickelt hatte. Das wurde dann in diese Standardisierung hineinkanalisiert von der IEEE. Und da sind hier oben dieses Interface, über das ich angefangen habe zu erzählen. Dann gibt es eine Schicht mit Logical Link Control und da steckt sowas wie ein HDLC drin. Dann gibt es diese MAC Bridging Schicht, damit diese verschiedenen, die hier unten angesiedelten Netzwerke, physikalischen Komponenten, hier steckt insbesondere Codierung und Modulation und sowas drin, damit das von da auch zum Beispiel nach da so ein Frame vom Logical, auf dem Logical Link übertragen kann. Und ich habe hier dann auch erzählt über diesen verbindungslosen Dienst, verbindungslos unbestätigt. Ne? Also man schickt einen Request ab und die andere Seite bekommt eine Indication. Da wird, wie der Name schon sagt, unbestätigt einfach mal einen Frame losgeschickt. Wenn hier steht verbindungslos, dann meine ich damit, dass auf der Linkschicht keine Verbindung aufgebaut wird. Anders als beim vollen HDLC wird bei dem verbindungslos unbestätigten Dienst einfach ein Frame geschickt. Wenn man keine Verbindung hat, dann kann man natürlich auch nicht so etwas wie Verbindungsmanagement haben oder dann ist es mit der Dienstegüte auch nicht so einfach. Man hat ja eigentlich keinen Zusammenhang, keinen Kontext, in dem man da was messen kann. In Rechnernetzen werden wir dann lernen, dass man auch für sowas, wenn man es richtig macht, sowas wie Verbindungsgüte erzeugen kann oder zusichern kann, aber Dienstegüte, sagen wir lieber, zusichern kann, aber hier an dieser Stelle stellen wir uns mal vor, das geht einfach nicht. Wir schicken unser Paket und hoffen, dass es unser Frame und hoffen, dass es ankommt. Wenn wir Pech haben, nicht. Einen bestätigten Modus von diesem Verbindungslosen gibt es auch. Da gibt es, abgesehen von Request und Indication, dass das, also Request abschicken, Indication in Empfang nehmen, auch noch dieses Link Data Acknowledged Status Indication, das uns sagt, ob der Frame an der anderen Seite entgegengenommen wurde oder nicht. Und dann gibt es noch diesen dritten verbindungsorientierten Modus. Und sehen Sie, da macht man Connect und schickt dann eben Frames auf der Leitung, auf dieser Verbindung, die mit Connect aufgebaut worden ist und mit Disconnect dann auch wieder abgebaut werden kann. Der LLC-Rahmen, und jetzt, wir sind ja in diesem Kapitel Rahmen, Rahmenübertragung. Der LLC-Rahmen, der geht erstmal, das hängt ein bisschen von der Physik ab, von der untersten Schicht, also was wir hier haben, hier unten, aber ja, deshalb habe ich das hier auch so rosa gezeichnet, der geht häufig erstmal mit einer Präambel los, insbesondere beim 802.3 MAC Layer, also Medium Access Control. Das ist das, was man
Ethernet nennt, das drahtgebundene Ethernet. Das geht also mit einer Präambel los, dann kommt so ein Framestart-Symbol, dann kommt die Zieladresse, die Quelladresse, in jedem Frame stehen beide drin, dann kommt ein Längenfeld und dann gibt es hier den LLC-Rahmen da drin eingebettet. LLC-Rahmen, das wäre jetzt dann also etwas, was diese Schicht hier oben produziert, ne? LLC. Und den LLC-Rahmen gibt es auch hier und gibt es auch hier und gibt es auch hier und gibt es auch hier. Also der LLC-Rahmen ist eingebettet in einen Rahmen von denen hier unten, und wenn wir auf dem Tokenring sind, wenn gleich noch am Tokenring vorbeikommen, dann wäre das eben der Tokenring-Rahmen, in den das hier eingebettet wird. Und hier gibt es wieder Felder für Source Address und Destination Address. Dann gibt es hier so ein Steuerfeld. Beim unbestätigten Betrieb, also bei dem hier, verbindungslos unbestätigt, würde dann einfach drin stehen, das hier ist ein UI-Frame, wie man das auch schon vom HDLC kennt. Ja, und deshalb habe ich auch ein bisschen was über das HDLC erzählt. Hier steht das auch, ne? Steuerfeld ähnlich HDLC. Für die verbindungsorientierten Protokollvarianten, bei denen es dann einen bestätigten und gesicherten Betrieb gibt, auf der Schicht 2 gibt es dann entsprechend Sequenznummern. Das würde ich hier, den Protokollablauf, den erzählen wir hier in der Vorlesung nicht, in dieser technischen Informatikvorlesung. Da müssen Sie sich noch bis zur Vorlesung Rechnernetze gedulden. Und auch hier Rahmentypen ähnlich HDLC. Das ist zum Beispiel so einer, der SABMF, der dient zum Verbindungsaufbau, und da gibt es auch noch ein Disconnect und so und solche Sachen. Hier ist der Disconnect. Das I, das ist der, bei dem dann im verbindungsorientierten Betrieb mit dem Pakete transportiert werden, und das hier dient zur Flusskontrolle und noch einige andere Dinge. Die will ich aber hier gar nicht weiter diskutieren. Das, wie gesagt, in der Vorlesung Rechnernetze. Und hier an dieser Schnittstelle, da, zu diesen einzelnen Macs hin, brauchen wir natürlich auch noch ein Interface. Und da gibt es dieses hier Medium Access Unit Data, Request abschicken, Indication, aha, da ist eins angekommen, ich nehme es, beziehungsweise Confirm für die Bestätigung, dass es transportiert worden ist und am anderen Ende angekommen ist. Beim Ethernet müsste man sich darum kümmern extra, beim Tokenring gibt es zum Beispiel den Confirm, ja, ich würde nicht sagen geschenkt, aber auf einfachste Weise als Nebenprodukt. Das gucken wir uns dann auch noch an. So, jetzt möchte ich über das sprechen, was viele Leute mit einem lokalen Netzwerk ganz eng assoziieren. Ich habe ja schon gesagt, das lokale Netzwerk, das hat so eine Broadcast-Topologie. Wir schicken einen Frame raus und der Frame kommt bei allen vorbei. Jeder potenzielle Empfänger, bei dem dieser Frame vorbeikommt, vergleicht die Destination-Adresse mit seiner eigenen Adresse und entscheidet sich, ob der Frame in Empfang genommen wird, gespeichert wird, weiterverarbeitet wird oder nicht. Aber wie das so ist in so einem Broadcast-Medium hier in der Vorlesung, das kann auch durcheinander entstehen, wenn nämlich alle gleichzeitig oder mehrere gleichzeitig anfangen, was zu sagen oder mehrere gleichzeitig was sagen. Und hier in der Vorlesung ist das mit so einem, sagen wir mal, sozialen Protokoll geregelt. Auch in der menschlichen Unterhaltung ist sowas mit einem sozialen Protokoll geregelt. Aber es gibt natürlich schon den Fall, dass man einfach so hineinquatscht. Das passiert schon mal. Und das passiert natürlich auch in diesen Broadcast-Medien. Sogar noch mehr, denn da gibt es zunächst mal
keine Vereinbarung, kein soziales Protokoll, wer denn jetzt reden darf, keine Rederechtsvergabe oder sowas. Und deshalb muss der Zugriff auf das Medium, damit es nicht zu Überlagerungen kommt, damit überhaupt vernünftig übertragen werden kann, sequenzialisiert werden. Sequenzialisiert im Sinne von erst der, dann der, dann der, dann sie da hinten und dann ich. Oder in einer anderen Reihenfolge, je nachdem, wer gerade was zu schicken hat. Das kann reihum gehen, das kann mit irgendeiner Reservierungsliste gehen, Rednerliste Bundestag oder so, oder bei einer Tagung. Da kann ein zentraler Moderator sein, der ins Publikum schaut und wer die Hand hebt, dem das Rederecht übergeben. Oder das kann so wie in einer Unterhaltung mit dem mal munter drauf losplappern und dann irgendwann Päuschen lassen, vielleicht will ja jemand anders was sagen, funktionieren. Und diese Modi, die wollen wir jetzt ein bisschen formalisieren. Also, es gibt so Reservierungsverfahren, da muss man sich vorher in dem Reservierungsrahmen anmelden, das entspricht so der Rednerliste, nach vorne zum Präsidenten gehen und sagen, ich will auch was sagen. Und dann gibt es irgendeine Reihenfolge, also nachdem sich die Stationen angemeldet haben, gibt es ein festes Kriterium, zum Beispiel nach der Adresse sortiert aufsteigen, dass die Stationen da alle drankommen, bis alle was geschickt haben, und dann gibt es wieder so ein Reservierungsverfahren, so eine Reservierungsphase, im Reservierungsrahmen kann jeder wieder seinen Sendewunsch loswerden. In manchen von diesen Reservierungsschemata ist das Verhältnis von Reservierung zu Datenübertragung dann etwas ungünstig, insbesondere wenn es viele Stationen gibt und wenige was zu senden haben. Aber das ist das können Sie sich vorstellen, dass wir das einfach programmieren können. Da muss es vielleicht eine zentrale Instanz geben oder vielleicht auch was Verteiltes. Das kriegt man aber schon hin. Ne? Wir schicken einen Reservierungsrahmen am Anfang. Eine Station ist verantwortlich. Jede Millisekunde oder jede Sekunde einmal so einen Reservierungsrahmen zu schicken. Und in diesem Reservierungsrahmen sind 1000 Bits, weil wir 1000 Teilnehmer haben. Und der Teilnehmer 765, der sitzt das Bit 765. Alle sehen es, dass das Bit 765 gesetzt ist. Dann sind, sagen wir mal, von den 1000 Bits 300 gesetzt. Und die Reihenfolge ergibt sich automatisch, wie dann geschickt wird. Und jeder kann es eventuell auch selber sehen. Sowas kann man schon programmieren und das ist wahrscheinlich nicht mal ein richtig großer Aufwand. Ich gehe davon aus, dass sowas mit für die einzelnen Stationen, die da aufpassen, mit 50 Programmzeilen oder sowas geregelt ist, vielleicht auch 100. Dieses so ein Reservierungsverfahren, das wir jetzt hier gar nicht weiter vertiefen möchten, das ist natürlich in vielen Systemen angewandt. Heutzutage liebt man aber mehr diese konzeptuell dezentralen Verfahren. Also hier bei so einem Reservierungsverfahren, da muss man ja mindestens einen haben, der diesen Reservierungsrahmen erzeugt. Also eine zentrale Instanz. Und das kann man natürlich auch irgendwie hinkriegen, dass wenn der ausfällt, dass es dann jemand anders übernimmt. Aber über diese verteilten Algorithmen wollen wir hier gar nicht sprechen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen über dezentrale Verfahren sprechen. Da gibt es hier diesen Teil der reinen Reservierungsverfahren, da war ich auch schon ein bisschen. Da gibt es solche festen Reservierungsverfahren, Zeitmultiplex oder Frequenzmultiplex. Wir waren da schon vor ein paar Vorlesungsstunden. Oder es gibt solche statistischen Verfahren. Hier unten, worüber ich eben gesprochen habe, ist so ein Bitmap-Reservierungsverfahren und sowas wird auch bei diesem hier, bei dem DQDB angewendet, 802.6. Das war mal ein relativ schnelles, zu seiner Zeit, relativ schnelles Netzwerk, ich glaube da waren es 35 Megabit oder so ähnlich, über größere Distanzen, eigentlich eine relativ schlaue Technik. Und bei diesem FDDI, FDDI, Fiber Distributed Device Interface, heißt das, glaube ich, da gibt es auch so ein Reservierungsverfahren.
Die Token-Verfahren, da kommen wir gleich noch vorbei, insbesondere den Token-Ring, das ist was Interessantes. Hier habe ich diese beiden anderen Kästchen und da wollen wir über den reinen Wettstreit reden, also einfach mal losschwatzen und gucken, was passiert. Das machen wir gleich auch als allererstes. Und dann gibt es hier noch diese Wettstreit- und Reservierungsverfahren, bei denen aus dem Wettstreit, sagen wir mal, bei denen der Wettstreit etwas geregelt abläuft und wenn jemand mal gewonnen hat, in Anführungszeichen, den Wettstreit, dann darf eine Weile lang keiner dazwischen quatschen, also auch kein anderen Paket schicken. Und wir sprechen dann über diese CSMA-Varianten. CSMA-CD ist das, was man im drahtgebundenen Ethernet macht, oder CSMA-CA ist das, was man im drahtlosen Ethernet macht. Also darüber wollen wir dann, ja, das ist das hier, das Programm für diese, für die Stunde. Vielleicht schaffen wir auch noch den Token Ring heute. Zu diesen reinen Wettstreitverfahren. Da kann man ja mal ein ganz naives Verfahren ansetzen und schauen, was passiert. Und zwar, das heißt Aloha, das war mal so ein Forschungsprojekt an der Universität in Hawaii. Ich glaube, das war auch ein frühes ARPANET-Forschungsprojekt. Und die Idee ist, wir schicken einfach mal ein Paket. Wir passen also nicht darauf auf, ob jemand anders was sendet, sondern in dem Augenblick, in dem eine Station, eine von diesen 10, 20, 30, 100 Stationen, ein Paket zu schicken hat, einen Frame zu schicken hat, schicken wir es einfach mal los. Sofort senden, wenn es bereit steht. Selbstverständlich können die anderen auch gleich schicken. Was also passiert, wenn da über paar Quadratkilometer verteilt, soweit der Funk eben reicht, alle munter losfunken, wenn sie einen Frame haben, ist, natürlich gibt es Überlagerungen. Natürlich gehen Frames verloren. Und die Frames, das muss man eben auf einer höheren Schicht in irgendeinem Protokoll regeln, die müssen dann wiederholt werden, wenn sie verloren gegangen sind. Überlagerungen, Kollisionen werden nicht mal bemerkt von den Stationen. Die hören nämlich nicht irgendwie zu, die kontrollieren nicht, sondern die höheren Schichten müssen einen Bestätigungsmechanismus einbauen. Also jeder Frame, der geschickt wird, da stecken ja Daten drin und das ist dann ein Paket an jemand anders und der muss das bestätigen, wenn es angekommen ist. Und wenn es nicht angekommen ist, muss eben nochmal geschickt werden. Wenn das mal auf diese Weise ein Netzwerk irgendwie zumindest konzeptuell zum Laufen bringt, sollte klar sein, falls hier höheren Schichten warten auf Bestätigung, falls es ein Timeout gibt, nochmal übertragen. Das Problem ist natürlich, was passiert, wenn die angebotene Last zu hoch ist. Wenn die angebotene Last niedrig ist, hier angebotene Last und hier der Durchsatz, wenn die angebotene Last niedrig ist, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei solche Frames überlagern, auch niedrig und die meisten kommen schon an. Angebotene Last niedrig heißt aber auch, dass insgesamt nicht viel übertragen wird, der Durchsatz niedrig ist, weil ja gar nicht viel zum Senden ansteht. Wenn der Durchsatz steigt, die Last steigt, Entschuldigung, also hier bei der Hälfte des theoretischen Durchsatzes angelangt ist, dann gibt es schon eine ganze Menge Überlagerungen. Und diese Überlagerungen, die führen dazu, dass es nicht mehr so wirklich viel Nützliches übertragen wird. Interessanterweise erreicht der Durchsatz, also Frames, die unbeschädigt beim Empfänger ankommen, immerhin noch 18% bei einer angebotenen Last von 50%. Also 50% der Kanalkapazität, sagen wir mal, da gäbe es, wir könnten jetzt ein Megabit übertragen, 500 Kilobit werden angeboten, dann kommen immerhin noch 180 Kilobit durch, in Anführungszeichen. Wenn wir annehmen, dass dieses Abschicken
von Frames, also die Ankunftsrate hier oben, Paket sofort senden, wenn es bereit ist, dass das Poisson verteilt ist. Also so ein Poisson-Prozess unterliegt. Und insbesondere die vielen Stationen unabhängig voneinander was schicken, nicht alle auf die Idee kommen, gleichzeitig zu schicken. Ich finde diese 18% Durchsatz angesichts des Verfahrens gar nicht mal schlecht. Überraschend gut. Und man kann das noch ein bisschen besser machen. Und das nennt man Slotted Aloha. Eine Beobachtung, die Zeitschlitze, man teilt die Zeit, in der gesendet wird, in einzelne Zeitschlitze ein. Und die Pakete, die man schicken will, die macht man jetzt auch so groß wie so ein Zeitschlitz. Und wenn sie zu kurz sind, muss man halt hinten noch was reinfüllen. Wenn das, was man schicken will, zu lang ist, dann muss man es aufteilen in mehrere solche Frames. Also wir nehmen an, wir haben jetzt fest lange Frames. Und die sind genauso, einigermaßen so lang, vielleicht ein bisschen kürzer als der Zeitschlitz. Ja, Paketlänge fest steht hier. Und jetzt wird vereinbart, dass man, es gibt irgendwo einen zentralen Taktgeber, vielleicht zählen wir auch nur den Takt mit, nach dem Sendetakt von den anderen, irgendwie so eine PLL oder sowas. Also es gibt diesen Zeitschlitzmechanismus, sodass wir wissen, jede Station weiß, wenn ein Frame zu schicken ist, dann wird er jetzt losgeschickt. Und wenn, hier geht der Zeitschlitz los, hier kommt bei der Station ein Frame an zum Übertragen, aber der Zeitschlitz hat schon angefangen, wir können also nicht übertragen, wir warten, bis der nächste Zeitschlitz losgeht und dann übertragen wir hier das Gelbe, den gelben Frame. Jetzt kommt bei einer anderen Station das Grüne an, der kann nicht mitten rein im Gelben übertragen, in dem Zeitschlitz übertragen und damit den Gelben auch nicht kaputt machen. Sondern er muss warten, bis der nächste Zeitschlitz losgeht, dann hat der aufgehört, dann sendet der. Und jetzt gibt es hier, zu diesem Zeitpunkt, möchte die Station in Pink übertragen, die hier in Hellblau möchte zu diesem Zeitpunkt übertragen. Die müssen beide warten, bis der nächste Zeitschlitz losgeht. Und dann fangen sie aber auch zu übertragen an. Das heißt, in diesem Fall hier kommt es zu einer Überlagerung. Jetzt, der Vorteil von diesem Slotted-Verfahren, der ist, dass wenn ein Paket geschickt wird in einem Zeitschlitz und es kommt eins zu übertragen an, beim normalen Aloha würde das ja sofort geschickt und dann würden beide Frames kaputt sein. Auch wenn sie sich nur ein ganz kleines bisschen überlagern. Hier wird dafür gesorgt, dass so ein Frame entweder komplett durchkommt oder komplett überlagert wird. Das ist, schon relativ raffiniert. Obwohl es immer noch wenig Arbeit macht. Und der Gewinn entsteht dadurch, dass es entweder die komplette Übertragung fehlerfrei gibt oder dass es eine Überlagerung gibt. Und wenn es eine Überlagerung gibt, ist die sozusagen, liegt die genau aufeinander und wir stellen auch sicher, dass nicht eine längere Zeit mit überlagerten Paketen verschwendet wird. Man weiß es ja nicht, dass überlagert wird. Das heißt, es könnte theoretisch auch die 1,9-fache Framelänge vergeudet werden für was Überlagertes. Also entweder komplette ein Slot verloren oder ein Slot nützlich verwendet. So könnte man das nennen. Und es kann nicht passieren, dass ein Paket, zwei solche Frames den Kanal zu lang belegen, dadurch mit dummes Zeug senden, weil es ja kaputt gegangen ist, der Frame. Unter der Annahme der Exponentialverteilung kommt man auf die Weise immerhin zu 37% Durchsatz. Jetzt gibt es immer noch niemanden, der das wirklich geregelt hat. Ja, immer noch ohne irgendwelche Rednerlisten und sonstige Annahmen. Nur diese Einteilung in Zeitschlitze. Das nennt man Slotted Aloha und wir werden am Ende noch so eine, oder nicht am Ende, in ein paar Folien noch eine Auswertung sehen,
wie diese einzelnen Verfahren da zueinander stehen. Wie viel Durchsatz man bei der angebotenen Last wie erzielen kann. Und das nächste, das ich hier erwähnen möchte, ist das CSMA. Und das ist jetzt schon die Basis für das, was man weithin benutzt in lokalen Netzwerken. CSMA heißt Carrier Sense Multiple Access. Und das ist das, was, naja, was man als Kind schon lernt. Die Eltern sagen häufig, wenn die Erwachsenen sprechen, dann sagen die Kinder nichts. Das haben meine Eltern zu mir gesagt. Ich fand das niemals besonders schön. Aber was man als Kind lernt, ist, wenn jemand anders spricht, dann quatscht man nicht sofort los, sondern wartet, bis der aufgehört hat. Und das machen wir auch als Erwachsene noch. Und genau das ist Carrier Sense Multiple Access. Wir haben ein gemeinsames Medium und Carrier Sense bedeutet, wir hören in das Medium rein, das kann auch an diesem Draht elektrisch erfolgen, ist da ein Signalträger. Carrier heißt ja Träger, Signalträger. Ist da also ein Signalträger? Sendet gerade jemand anders ein Frame? Wenn nein, dann fangen wir mal senden an. Wenn ja, dann warten wir, bis der aufgehört hat zu senden. Das habe ich hier versucht zu zeichnen. Also, das hier ist die Zeitachse. Wir hören in den Kanal rein. Wir prüfen an unserer an dem gemeinsamen Medium, an diesem Adernpaar, was da bei uns vorbeikommt. Da prüfen wir, ob da ein Signalträger anliegt. Indem wir zum Beispiel schauen, ob da ein AMI-kodiertes Paket gesendet wird oder Frame gesendet wird oder nicht. Und wir testen so lange, genauso wie wir Menschen zuhören, ob da noch gesprochen wird, wird noch gesprochen, wird noch gesprochen. Wir testen so lange, bis der Kanal frei ist. Und sobald der Kanal frei ist, fangen wir das Senden an. Also wenn der Kanal belegt ist, warten wir und versuchen es nochmal. Und in dem Augenblick, wo der Kanal frei ist, senden wir unseren Frame. Aber wie wir aus dem täglichen Leben auch schon beobachtet haben, irgendjemand spricht, dann macht er eine kurze Pause, dann guckt man sich so ein bisschen an und dann fangen plötzlich aus Versehen beide gleichzeitig sprechen an. Naja, wir Menschen haben dann irgendeinen Mechanismus, um das zu regeln. Sprechen wir gleich noch drüber. Das Problem hier, elektrisch, falls zwei Stationen zuhören, hier ist so ein Frame, die hören zu, testen, 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 testen. Und in dem Augenblick, wo der Kanal frei ist, freuen sich beide, dass keiner sendet und fangen das Senden an. Dann kommt es doch zu einer Überlagerung, zu einer Kollision. Das habe ich hier mal versucht aufzuzeichnen. Der A hört hinein, freut sich, schickt los. Der B hört hinein, freut sich, schickt los. Die beiden Signale breiten sich im Medium aus. Irgendwann treffen sie aufeinander. Das ist besonders dann unangenehm, wenn die Signallaufzeit von einer Station zur anderen größer wird. Ich habe die berühmte Nanosekunde von Grace Hopper, 22 cm oder 30 cm lang. Wenn wir jetzt zwischen diesen beiden Stationen A und B mehrere Kilometer haben, dann braucht es schon eine Weile, Mikrosekunden, bis das hier bei dem vorbeigekommen ist. Und zwischen dem Zeitpunkt, wo der graue hier, das graue Signal nicht mehr anliegt und der beschließt, er kann senden, bis das sein Signal, das gelbe hier, bei dem B angekommen ist, gibt es diese Risikoperiode. Wenn das gelbe hier erstmal beim B angekommen ist, dann kann nichts mehr passieren. Dann merkt der B ja, es ist ein Carrier da, ich kann nichts schicken. Aber in diesen Mikrosekunden,
kann durchaus ein Paket ankommen und dann schickt er auch los und dann kommt es hier zu einer Kollision. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Kollisionen gibt beim CSMA, ist proportional zur Signallaufzeit, steigt proportional mit der Signallaufzeit. Und das bedeutet, dass viele lokale Netzwerke so eine Reichweiteneinschränkung haben. Die dürfen nicht mehr als ein paar hundert Meter oder einen Kilometer oder so ähnlich groß werden, weil es sonst zu häufig, weil sonst das CSMA nicht mehr anständig funktioniert. Also Überlagerung während dieser Risikoperiode. Und das merkt man übrigens auch bei der menschlichen Unterhaltung. Wenn man einen Telefonkanal hat, der eine große Verzögerung hat, dann passieren uns solche Kollisionen leichter. Weil wir sagen was, dann machen wir eine Pause, um den anderen reden zu lassen. Aber weil die Signallaufzeit groß ist, eine halbe Sekunde hin, eine halbe Sekunde zurück, ist diese Risikoperiode, dass es beim Sprechen zu einer Kollision kommt, eben auch eine Sekunde lang. Und dann fällt man sich ins Wort, obwohl man das gar nicht will. Bei Telefonaten über Satellitenkanälen, passiert das schon mal. Oder bei IP-Telefonie natürlich, denn da entsteht ja auch technisch bedingt ein großer Delay, eine große Verzögerung. Bei unserer normalen, auch interkontinental an der Erdoberfläche entlangführenden, also terrestrische Kabel benutzenden Telefonie ist das Risiko ziemlich gering, weil wir da wenig Verzögerung haben beim klassischen ISDN-Telefonieren. Aber sobald die Verzögerung groß wird, kommt es beim CSMA, das wir Menschen in Unterhaltung benutzen, und beim CSMA von lokalen Netzwerken zu Kollisionen. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie kann man da mit ein paar Maßnahmen das verbessern. Und eine Idee ist dieses persistente CSMA, das haben wir eigentlich schon besprochen, das so zu ändern, dass es nicht persistent wird. Das ist die Idee. Also ich habe es hier nochmal formuliert, das persistente CSMA, das sendet sofort, wenn der Kanal frei ist. Wir betrachten unser Medium, hier ist das Graue, jemand anders sendet. Wir haben hier den Sendewunsch in der Station, wir prüfen, aha, Kanal frei, sofort Paket schicken. Und als Programm geschrieben ist das ungefähr so, solange es einen Carrier gibt, machen wir nichts, sondern prüfen gleich wieder. Wir testen die ganze Zeit in einer Schleife, die nichts anderes macht und sofort gleich wieder nochmal testet. Und wenn wir hier einen schnellen Prozessor haben, der testet dann alle 100 Nanosekunden, um sofort, wenn der Kanal frei wird, schicken zu können. Hier mit dem Send. Bei dem nicht persistenten CSMA versucht man oder testet man am Anfang, wenn der Sendewunsch vorliegt, und dann macht man so ein Random Wait. Also so, wenn der Sendewunsch vorliegt, dann testet man, Kanal frei, sofort schicken. Kanal nicht frei, dann warten wir hier eine zufällig gewählte Zeit. Natürlich muss man den Zufall irgendwie eingrenzen, damit man nicht zu lange wartet, aber wir warten von 100 Nanosekunden bis eine Millisekunde, sagen wir mal. Und dieses Intervall ist zufällig und das ist für jede Station anders. Wenn wir den richtigen Startwert für diese Zufallsfunktion hier, für diese Random-Funktion, wäre zum Beispiel die Stationsnummer da einbaut, in den als Startwert für diesen Zufallssequenz wählt. Also, wir haben Sendewunsch, wir testen, wenn es belegt ist, dann warten wir zufällig. Hier, das ist dieser P-Sprung, hier warten wir mal kürzer, hier warten wir ein bisschen länger.
Das führt insbesondere dazu, dass wenn der Kanal frei ist, dass wir nicht sofort senden, sondern nach so einer zufälligen Wartezeit senden. Und wenn diese zufällige Wartezeit überall anders ist, wird dieser bei den Stationen anders ist, stürzen die sich nicht alle auf den freien Kanal, sondern warten so eine zufällige Zeit. Und dadurch, dass die anders ist, kommt es nicht so viel zu Überlagerungen, weil nicht zwei sofort losschicken, sondern der eine hier losschickt und der andere testet hier nochmal. Wir könnten ja, wenn wir jetzt hier einen zweiten hätten, nachdem der Kanal frei ist, würde der andere zum Beispiel hier testen und schon das Schicken anfangen. Und wenn wir dann hier diese Station nochmal testet, dann würden wir hier schon wieder belegt messen. Also, das kann helfen. Es gibt noch eine andere Variante, das ist dieser p-persistente CSMA. Da testen wir auch das Medium dauerhaft, ständig hier, aber in kürzeren Intervallen. Wir merken also auch ziemlich bald, dass der Kanal frei ist. Aber dann schicken wir nicht sofort, sondern würfeln nochmal, ob wir denn wirklich schicken. Und das steckt hier drin. Wir benutzen wieder einen Random. Das ist so wie beim Mensch ärgere dich nicht. Ne? Wenn man eigentlich dran ist und alle vier Figuren stehen noch im, wie man das nennt beim Mensch ärgere dich nicht, Häuschen, dann muss man eben einen Sechser würfeln, dass man raus darf. Und wenn man einen Dreier würfelt, dann darf man eben noch nicht raus. Und genau so ist es hier. Wir machen irgendeine Entscheidung, 1 minus p. Und wenn wir zum Beispiel die p 0,1 ist, dann also 0,1 persistent, dann müssen wir hier noch ein paar Mal abwarten, bevor wir senden dürfen. Wir testen also, wir wissen, dass der Kanal frei ist, aber der Würfel sagt, wir dürfen noch nicht senden. Also nochmal testen, wenn er frei ist. Der Würfel fällt trotzdem wieder falsch. Nochmal. Jetzt kriegen wir hier bei dieser Entscheidung den Sechser und jetzt wissen wir, dass wir unser Datenpaket schicken dürfen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von P wird sofort gesendet, sonst wieder testen und nochmal würfeln. Und das ist das P-persistente CSMA. Und jetzt kommt die interessante Grafik. Unter der Annahme, dass dieser Ankunftsprozess bei den Stationen Poisson verteilt ist, betrachten wir hier auf dieser Achse mal die angebotene Last. Also die doppelte Last, die fünffache Last, die neunfache Last, die einfache Last. Wenn die einfache Last angeboten wird und das Verfahren perfekt ist, dann müssten wir hier bei 100% Durchsatz landen. Das kann aber natürlich nicht sein, das ist uns allen ja klar. Beim reinen Aloha kommen wir auf 18% Durchsatz bei 50% angebotener Last. Beim Slotted Aloha kommen wir da bei 37% aus. Bei dem 1-persistenten CSMA, also testen. Und dann, wenn der Kanal frei ist, sofort schicken, kommen wir nur auf etwa 50% Durchsatz. Aber das Schlimme ist, dass diese Kurve auch rasant wieder fällt. Also wenn man hier die vierfache Last anbietet, die übertragen werden kann, kommt man insgesamt nur auf schäbige 20% Durchsatz. Weniger als 20% Durchsatz. Also unter Last bricht das normale CSMA, dieses 1-persistente CSMA, zusammen. Auch das 0,5-persistente CSMA, also Münze werfen, sobald der Kanal frei ist, sende ich oder sende ich nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5. Sie sehen, das steigt zwar hier schön schnell an, aber so wenn man die doppelte Last anbietet oder so ähnlich, dann sinkt es auch wieder stark ab und Sie sehen, hier hinten ist das Netzwerk praktisch blockiert bei
bei zu viel angebotener Last. Gutmütig, hier haben wir 0,1 persistent, 0,01 persistent. Gutmütig ist dieses nicht persistente CSMA. Sie sehen, da sinkt der Durchsatz auch gar nicht mehr. Der 0,1 persistente CSMA, der ist noch relativ gut. Bei fünffacher Last, dann kommen wir immerhin noch auf irgendwie über 70% Durchsatz. Mein fünffacher Last ist natürlich schon der Moment, wo man sich fragen muss, ob nicht das Netzwerk irgendwie anders strukturiert werden muss. Ne? Fünffache Last anbieten ist vielleicht schon etwas brutal, denn es staut sich ja dann auch der Betrieb, der Verkehr. Ne? Muss man sich schon überlegen, ob man das Netzwerk verbessert, vielleicht in Teile aufteilt oder so. Aber insgesamt diese 0,1 und 0,01 Persistenten, die sind relativ gutmütig, und besonders gutmütig ist dieses Nicht-Persistente, aber Sie sehen auch bei den Nicht-Persistenten, dass das im Normalbetrieb bei relativ niedrig angebotener Last zu relativ hohen Wartezeiten führt, bis gesendet werden kann. Also das ist immerhin eine ganz interessante Untersuchung, interessante Resultate, und das CSMA ist ja auch die Basis für das, was wir jetzt dann weiter diskutieren, für die in Anführungszeichen Lösungen, die wir in lokalen Netzen benutzen. Und das Erste, was ich da erwähnen möchte, ist das CSMA-CD. Das ist, muss ich gleich sagen, nicht in allen lokalen Netzen anwendbar, in Wireless-Netzen geht das schlecht. Aber nehmen wir mal an, wir könnten das so machen wie die Menschen. Wir senden, sobald der Kanal frei ist, und während dem Senden prüfen wir ständig den Kanal, ob es zu einer Kollision kommt. Das ist ja genau das, was wir machen. Wenn wir zwei uns unterhalten, ich sage was, dann mache ich eine Pause und dann reden wir beide los, gleichzeitig. Dann sagen wir ja nicht unsere 5-Minuten-Rede, die dann kommt, komplett weiter und ignorieren die Tatsache, dass der andere auch spricht, sondern schon nach einem Wort oder einem halben Wort brechen wir ab, und dann schaut man sich so an und überlegt sich, wer jetzt weiterspricht, genauso wie wenn man vor der Tür steht, dann offeriert man sich ja auch gegenseitig, dass man da sie als Erster und so weiter. Und genauso beim Sprechen ist das ja auch. Das heißt also, wir Menschen machen den Carrier Sense und danach hören wir zu, ob jemand anders spricht, ob es eine Kollision gibt. Und das ist dieses CD. Wir wollen also nicht das ganze Paket schicken, wenn wir mal den Kanal haben, sondern wenn es eine Kollision gibt, wollen wir sofort aufhören. Das ist nämlich das eigentliche Problem am CSMA, warum auch hier die Leistung so abfällt wieder. Das ist nicht, weil es zu einer Kollision kommt, das lässt sich ja auch nur schwer vermeiden, sondern es ist, weil man auf die Kollision so dumm reagiert, nämlich einfach weiterschickt und den Kanal belegt mit Daten, die einem sowieso nichts mehr nützen, weil sie ja gestört sind. Also beim CSMA-CD, da versuchen wir die Kollision frühzeitig zu erkennen. Der Transceiver, also die elektronische Schaltung, die am Kanal sendet, die hört auch gleichzeitig zu. Irgendwie. Wenn ich sage zuhören, meine ich jetzt nicht, dass man Bit für Bit vergleicht, was man da schickt, ob das auch wieder so auf dem Kanal anliegt. Das ist sogar relativ schwer, sondern wir brauchen irgendeinen, das postuliere ich jetzt nur, wir kommen dann später noch dran vorbei, wir brauchen irgendeinen elektronischen Trick, um zu erkennen, ob jemand anders auch noch schickt. Wir Menschen hören übrigens auch nicht rein, ob unsere Sprache schön verständlich ist, und wir kontrollieren auch nicht das Wort, was wir sagen, sondern wir merken irgendwie anders, dass da noch jemand anders Schalldruck produziert. Glaube ich jedenfalls. Also der Transceiver beobachtet die Leitung während der Übertragung, und falls es zu einer Kollision kommt, begrenzen wir den Schaden, indem wir sofort abbrechen. Also wir schicken keine 1500 Byte, sondern wenn es zu einer Kollision kommt, dann hoffen wir, dass wir nach 50 Byte oder so ähnlich abbrechen.
dass der Kanal dann wieder frei ist und dass dann jemand anders senden kann. Wir selber machen erstmal ein Päuschen und schicken dann, versuchen das Senden nochmal einen Augenblick später. Also, der A, so wie hier in dieser Zeichnung, der A beginnt mit dem Senden, sobald der Kanal frei ist. Und das erste Datenbyte breitet sich im Medium aus. Das erste Bit schon. Breitet sich im Medium aus. Der B, der überlegt sich etwas später, dass er mit dem Senden beginnt. Ja, zu diesem Zeitpunkt. Und zu diesem Zeitpunkt hat er noch nicht gemerkt, dass der A sendet. Das merkt er erst einen Augenblick später. Das habe ich hier versucht zu zeichnen. Sagen wir mal, nach einem Byte oder so ähnlich. Der hier hat jetzt schon hier 20 oder so gesendet. Der merkt also Kollision, hört dann sofort wieder mit dem Senden auf. Aber natürlich marschiert das rote Byte hier, das letzte von dem B, das marschiert hier noch rüber. Und der merkt hier, sagen wir mal nach 50 Byte, dass es eine Kollision gegeben hat. Jetzt hören beide auf, der Kanal ist frei. Natürlich wird das hier noch eine Weile hier übertragen. Hier unten ist der Kanal insgesamt frei. Das hier ist die Signallaufzeit. Und ja, nach das Kollisionsfenster ist also zweimal die Laufzeit plus ein bisschen Sicherheitszeit. Die Laufzeit vom einen Ende bis ganz ans andere Ende. Das ist diese Zeit, in der das Kollisionsfenster, nennt man auch Slot-Time. Jetzt kann man sich ausrechnen, Kabel 3 Kilometer lang, 300.000 Kilometer pro Sekunde, oder 200, sagen wir mal lieber, Kabel 2 Kilometer lang, 2,2 Kilometer lang, Ausbreitungsgeschwindigkeit 220.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, das Kollisionsfenster ist 10 Mikrosekunden mal 2, 20 Mikrosekunden, das ist ein bisschen was. Und wenn das vorbei ist, dieses Kollisionsfenster, dann hat man den Kanal sicher. Und sonst hört man sofort auf, wenn es in diesem Kollisionsfenster zu einer Überlagerung kommt, hört man sofort auf mit der Sendung, denn nachdem die Kollision passiert ist, ist das Paket ja sowieso kaputt. Und es ist völlig nutzlos, wenn man dann noch weiter überträgt. Damit kann man nur der Gesamtheit schaden. Carrier sends multiple access with collision detection. Kollisionsentdeckung. Und der vernünftigen Reaktion darauf, dass man die Kollision entdeckt hat. Jetzt muss man noch kurz sich überlegen, was macht man, nachdem man die Kollision entdeckt hat und aufgehört hat zu senden. Man will ja irgendwann schon das Paket nochmal senden. Das ist, wir denken wieder zurück an die Unterhaltung von zwei Menschen. Es ist zu einer Kollision gekommen. Die Menschen gucken sich dann an und gestikulieren rum, man macht auch du. Oder wenn sie das nicht können, am Telefon. Dann fängt man nach einem zufälligen Zeitpunkt wieder an. Dann wartet man ein bisschen länger und fängt irgendwie zufällig wieder an. Das klappt auch meistens. Und hier machen wir das auch so, dieser Exponential Backoff. Vor einer Wiederholung, nachdem also die Kollision passiert ist, bevor wir erneut senden, nach so einer Kollision, wird einfach die Wartezeit, bis wir wieder erneut senden, verdoppelt. Bis wir wieder unseren CSMA-Versuch starten, wird die Wartezeit verdoppelt. Das ist insgesamt, begrenzt man das hier auf diese Obergrenze, 210 Slots, da muss ich nochmal nachschauen, ob das stimmt. Vielleicht ist das auch ein Tippfehler, Entschuldigung. Da muss ich nochmal nachschauen. Ich glaube eher, dass das irgendwie so 10 Slots oder 20 Slots ist. Das muss ich nochmal bearbeiten. Auf die Weise, ja, je mehr Kollisionen passieren, desto länger wird dann auch diese Wartezeit beim Exponential Backoff. Und es können insgesamt durchaus auch schon längere Wartezeiten entstehen. Und als letztes möchte ich hier noch über das CSMA CA sprechen.
Collision Avoidance. Historisch war das so, dass für diese Collision Detection, dass da ein ordentlicher zusätzlicher Hardwareaufwand nötig war. Und als es die ersten Macs gab, 1984, da hatten die auch schon ein eingebautes lokales Netzwerk, aber aus Kostengründen, ein CSMA-Netzwerk, wollte man sich diese Collision Detection nicht leisten, sondern es sollte mit Collision Avoidance funktionieren. Immer noch besser als CSMA pur, dieses Collision Avoidance. Und die Idee ist, dass man... Wir haben ja gesehen, dass beim CSMA, beim puren CSMA, das eigentliche Problem ist, dass man den Kanal mit einer Kollision lange belegt. Ja? Insbesondere, ich schicke mein Paket, der andere schickt auch, es kommt zu einer Kollision und dann ist der Kanal von hier bis hier verschwendet. Und das ist das Hässliche. Die Kollisionen an sich sind nicht schlimm, nur die Reaktion auf die Kollision ist schlimm. Beim CSMA-CD haben wir dafür gesorgt, dass wir hier abbrechen, dass also nur der Teil hier kaputt ist, verschwendet ist und dass der Rest zur Benutzung zur Verfügung steht wieder. Ja, das war das Schöne am CSMA-CD, weshalb das was nutzt. Und beim CSMA-CA, da können wir uns dieses Collision Detection nicht leisten, aber wir sorgen dafür, dass so eine Kollision, wir investieren ein bisschen Overhead, wir sorgen dafür, dass so eine Kollision kurz bleibt, indem wir beim ersten senden, wir machen unser CSMA und sobald der Kanal frei ist, senden wir ein kurzes Probepaket an den Empfänger, das sogenannte RTS. Und wir warten auf einen CTS. Also der Ablauf, der sieht ungefähr so aus. Wir schicken unser RTS. Der andere antwortet mit dem CTS. Jetzt merken die irgendwelche dritten Stationen, die hier testen, aha, da läuft was. Da macht jemand seinen Handshake. Wir messen entweder den Carrier oder wir sehen tatsächlich CTS. Und sobald wir ein CTS gesehen haben, wissen wir, jetzt wird der dann hier was Längeres schicken. Wir brauchen also bis hierhin gar nicht mehr zu testen. Die anderen sehen, da ist ein RTS, da ist ein CTS. Jetzt würden wir stören. Also senden wir nicht. Der den RTS geschickt hat, Request to Send oder Ready to Send, und das CTS heißt Clear to Send. Wenn das CTS ungestört beim Sender, bei dem der das Probepaket geschickt hat, ankommt, dann sendet das Informationspaket. Hat den schönen Nebeneffekt, dass der das CTS gekriegt hat, auch seinen Empfänger komplett einschalten kann. Bei irgendwelchen batteriebetriebenen Geräten kann man den Empfänger dann voll aufwecken, sodass er nur, wenn wirklich ein Paket an ihn geschickt wird, auch Batterie investiert. Die RTS und CTS, die beinhalten übrigens natürlich auch Adressen. Also die sind eigentlich, da kommt die Senderadresse, die Empfängeradresse und dieses eine Byte RTS und dann vorne und hinten dran noch irgendwelche Flags. Ein kurzes Paket in der Größenordnung von 20, 30 Byte oder sowas. Das RTS, CTS, dieser Austausch plus kleine Wartezeiten hier und hier sichern, verhindern, dass jemand anders auch schickt. Wenn also diese RTS-CTS-Transaktion erledigt ist, zusammen mit den Wartezeiten in den anderen Stationen, führt das dazu, dass es dann keine Kollision mehr gibt. Man investiert also ein wenig Overhead,
Und wenn wir sagen, die hier sind jeweils 20 Byte groß und dann gibt es noch ein bisschen Zwischenräume, sagen wir mal, wir investieren 60 Byte, zumindest die Zeit von 60 Byte, darin, dass wir dann hinterher 512 oder 1500 Byte übertragen können, können wir uns den Overhead dafür ausrechnen. Auf jeden Fall ist so ein Netzwerk bei den Kollisionen relativ gutmütig und es wird wenig Durchsatz verschwendet. Der Sender muss nicht mithören, deshalb gibt es weniger Hardwareaufwand an drahtgebundenen Netzen. Und bei Wireless-Netzen geht es gar nicht anders. Das ist auch irgendwie klar, ne? Wir haben eine Funkantenne und da senden wir, da strahlen wir unser Signal ab mit der Leistung, die wir eben haben dürfen, Milliwatt-Bereich. Die Signale von anderen Funksendern, die kommen bei uns bei der Antenne so schwach an, dass wir in dem Augenblick, wo wir senden, die Empfangssignale nicht identifizieren können, nicht raushören können. Also im Funkbetrieb, naja, ich weiß zumindest nicht davon, wie man im Funkbetrieb so ein CSMA-CD hinkriegen wollte, also dieses Reinhören in den Kanal, ob man da ein anderes Funksignal, anderes Nutzsignal von jemand anders, ein anderes Paket identifizieren kann. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegen sollte. Ich sage lieber nicht, geht nicht. Vielleicht hat doch jemand irgendwann nochmal eine schlaue Idee. Aber ich glaube, das ist schon schwer, das hinzukriegen. Und vorläufig ist da auch nichts bekannt. Also bei den Wireless LANs, da benutzt man auch das CSMA-CA, Collision Avoidance. Ich möchte jetzt noch kurz über deterministische Verfahren sprechen und insbesondere über den Token Ring. Der Token Ring, ich habe hier das mal so aufgezeichnet. In einer Station drin, da kommen, sagen wir mal hier im Uhrzeigersinn, kommt hier so ein Frame an, hier unten ist ein Frame, sprechen wir gleich drüber, kommt an und jedes Symbol, was hier ankommt, ne, beim Token Ring wird ja 4B3T übertragen, jedes 3T-Symbol, was hier ankommt, wird von diesem Repeater hier wieder rausgeschickt. Also der kriegt das Symbol, testet, ob er was machen muss, schickt es weiter. Das nächste Symbol, das nächste Symbol, das nächste Symbol. So ein ganzer Frame ist natürlich ein bisschen größer und da kommen also tausende von Symbolen an für einen Frame und die muss er durchreichen, der Token Ring. Wenn der PC ausgeschaltet ist, dann ist da so ein Relais eingebaut, das abfällt, sodass das elektrisch weiter übertragen wird und nicht wie hier logisch weiter übertragen wird. Dann kommt es hier in einen Kasten rein, Medium Access Unit, an den mehrere solche PCs hier mit einem Zweidraht-Interface angeschlossen sind. Der sorgt auch für diese Relais-Funktion. Hier ist eigentlich die Verkabelung einfacher. Das Signal geht also dann hier rein, hier hin, hier wieder zurück, dann hier hin, hier wieder zurück, hier hin, hier wieder zurück. Und wenn einer von denen ausfällt, dann wird dieser Kurzschluss in Anführungszeichen, die Durchschaltung hier drin hergestellt. Und dann geht es beim nächsten weiter und dann schließt sich der Ring. Also es wird eine logische Ringstruktur aufgebaut. Wohlgemerkt eine logische Ringstruktur. Und was hier drin ist, das ist ein Schieberegister. Also das Signal kommt rein, wird durchgeschoben und wieder rausgeschickt. Wie lang das Schieberegister ist, da müssen wir gleich noch drüber reden. Das Rahmenformat, da gibt es so ein Startsymbol. Dann gibt es das Access Control Symbol. Da steckt dieses Token drin. Token heißt übersetzt zum Beispiel auch Staffelstab. Das ist irgendwas Logisches oder im physischen Leben irgendein eine Münze oder sowas. Und wer die hat, der darf reden, der darf schicken oder laufen beim Staffelstab. Also gut, hier ist dieses Access-Control-Feld und da steckt das Token drin.
Das hat zwei Zustände. Ich bin ein Datenframe oder ich bin ein Tokenframe. Wenn ein Tokenframe bei einem vorbeikommt, dann kann man senden. Wenn ein Datenframe vorbeikommt, dann darf man zuhören. So, dann gibt es hier noch ein Kontrollfeld. Zieladresse, Senderadresse, Information, wie üblich, Frame Check Sequence hier am Ende. Ein Enddelimiter, ein Symbol, dass jetzt das Paket, Entschuldigung, der Frame zu Ende ist. Und danach gibt es aber noch was, da gibt es Frame Status. Also es ist nicht ganz zu Ende, sondern es kommt noch ein weiteres Zeichen, das ist der Status. Und den werden wir gleich noch benutzen. Hier für diese Spezialdinger hier, da kann man übrigens, wenn man diese 4B3T-Kodierung, über die wir gesprochen haben, benutzt, so unverwendete Code-Elemente aus der 4B3T-Kodierung benutzen. Und es sind ja, wir haben 16 Werte zu übertragen, 4 binär, und wir haben dazu zur Verfügung 27 Symbolwerte, ne, 3T. Und wir haben also 11 Stück, die wir für andere Zwecke verwenden können. Und na, da gehören diese da dazu. Das hier und das hier. Ah, da bin ich ja gar nicht hin. Und jetzt schauen wir uns die Operation von diesem, die Funktionsweise von dem Tokenring noch an. Die Sendererlaubnis, das Token, das zirkuliert als Frame in diesem Ring. Und die Stationen sind irgendwie dafür verantwortlich, dass immer ein Token, dass diese Token-Pakete nicht verloren gehen. Und wenn mal eins verloren gegangen ist, dass wieder eins generiert wird. Da gibt es irgendwelche verteilten Algorithmen dafür, damit man das sicherstellen kann. Das wollen wir aber in dieser Vorlesung nicht diskutieren. Also in diesem Access-Feld, hier vorne, da, wenn da das T-Bit auf 0 ist, dann ist der Frame ein Token. Und wenn das T-Bit auf 1 ist, dann ist der Frame ein normales Datenpaket. Wenn bei mir als Station ein normales Datenpaket ankommt, so ein Frame, dann schaue ich ins Adressfeld und da muss ich mich entscheiden. Wenn die Adresse im Adressfeld meine eigene ist, dann kopiere ich bitweise, während ich das hier durchschifte, die Nachricht in meinen Empfangspuffer. Was macht der hier? Bei dem hier oder bei dem, da ist auch das T-Bit natürlich auf 1 gesetzt, der vergleicht die Adresse, die Destination Address mit seiner eigenen, schüttelt den Kopf, kopiert keine Bits in sich hinein, sondern schickt die Bits nur wieder hier raus auf den Ring. So, interessant wird es jetzt, wenn das T-Bit auf 0 ist. Nehmen wir mal an, der hier unten ist sendebereit, sendewillig. Das T-Bit ist auf 0 gesetzt. Der stellt fest, ich habe einen Frame, den ich schicken möchte, und es ist ein Token vorbeigekommen. Dieses Token, dieses T-Bit, was da ankommt mit 0, das setzt der hier mal schnell auf 1 und schickt das Access-Zeichen raus. Das ist das Senden hier. Wir warten den Token ab und sobald das Token kommt, öffnen wir den Ring. Das heißt, das, was da an Bits kommt auf dem Ring, das schmeißen wir weg. Es ist ja ein Token gekommen und weil es nur ein Token-Paket im Ring gibt, das ist die Annahme, gibt es kein gültiges Datenpaket, also alles, was kommt, können wir sowieso wegschmeißen. Wir machen aus dem Token-Bit 0 eine 1, schicken es raus und dann schicken wir, na hier Kontrollfeld, Destination Address unsere eigene Sender-Adresse, die Information, eine Prüfsumme, einen Enddelimiter und natürlich noch dieses Byte, dieses Symbol hier. Entschuldigung, dieses Symbol. Schicken wir raus.
Wir legen also ein Paket auf den Ring. Der Ring ist immer noch aufgetrennt. Das Paket marschiert also jetzt hier rum, wird hier reinkopiert, marschiert weiter, geht hier durch und wir nehmen unser eigenes Paket wieder entgegen. Das tröpfelt hier so raus, wir kriegen unser eigenes Paket wieder und schmeißen die Bytes weg, die kennen wir ja schon. Irgendwann kommt bei uns hier der Enddelimiter vorbei. Dann wissen wir, aha, unser Frame ist jetzt komplett übertragen. Dann fahren wir schnell in den Frame-Status und in dem können wir sehen, ob das die Übertragung geklappt hat oder nicht, ob der andere den Frame entgegengenommen hat. Denn der, der den Frame entgegengenommen hat, der muss am Paketende noch die Bestätigung anbringen. In diesem Frame-Status setzt er einen Bit, ob das geklappt hat, der Empfang geklappt hat oder nicht. Wir haben also automatisch auch noch einen bestätigten Betrieb bei dem Token Ring. Der Sender, der das Paket vom Ring nimmt, den Frame vom Ring nimmt, der sieht am Ende, ob die Übertragung geklappt hat, ob es hier angenommen worden ist oder ob vielleicht die Station schläft, weiß er, hat es nicht übertragen. Und danach, wenn das Paket gesendet worden ist, das habe ich hier noch nicht erzählt, sobald das Paket hier komplett raus ist, generiert der hier noch einen weiteren Frame, nämlich einen Frame mit dem Token drin. Nachdem der Frame mit dem Token raus ist, nimmt er das bloß noch hier vom Ring. Und in dem Augenblick, wo sein eigener Frame hier wieder angekommen ist, komplett angekommen ist, inklusive der Bestätigung, schließt er wieder den Ring, sodass die Frames wieder zirkulieren können. Also die Technik ist, auf den Token warten, Ring öffnen, Frame schicken, Token schicken, danach warten auf den eigenen Paketanfang, Frameanfang, Entschuldigung, Frame vom Ring nehmen, Ring wieder schließen. Und ja, wenn der übrigens hier, wenn das Paket hier an dem vorbei ist und der kriegt das Token, was wir hier geschickt haben, kann der auch wieder gleich dasselbe machen und einen Frame auf den Ring legen. Also es können schon gleichzeitig mehrere unterwegs sein. Aber es ist dafür gesorgt, dass ja, die schön hintereinander auf dem Ring unterwegs sind und nicht gleichzeitig. Die Probleme, die zu lösen sind, ja, die Hardware ist schon, man muss das regeln und in der Anfangszeit der lokalen Netze war die Hardware ein bisschen aufwendiger dafür. Man muss also in diesem Schieberegister das Token erkennen, vom Ring nehmen, indem man es umklappt, aus dem T-Bit von 0 nach 1 macht, Token und Start of Frame unterscheiden sich gerade in diesem einen, in diesem T-Bit und deshalb muss man im Repeater mindestens ein Bit zwischenspeichern. Testen und verändern. Ne? Jede Station, und das ist jetzt hier inhärent, jede Station muss also mindestens ein Bit Verzögerung machen. Wenn wir 4000 Stationen im Ring hätten, hätten wir 4000 Bit Verzögerung. Wenn wir 100 Stationen im Ring haben, haben wir 100 Bit Verzögerung im Ring. Also die Umlaufzeit für so einen Token ist 100 Bit, wenn wir 100 Stationen haben. Ja, kollisionsfrei, der Durchsatz kommt eben fast an 100% hin. Man kann sich das auch ausrechnen. Und ja, das ist schon schön. Selbst unter hoher Last kommen wir an diese 100% Durchsatz hin. Und deshalb ist dieser Token Ring auch insbesondere in der Vergangenheit so beliebt gewesen bei irgendwelchen kritischen Anwendungen. Und er wird bei kritischer Prozesssteuerung, also in einem Kraftwerk oder in irgendwelchen Produktionsanlagen, in chemischen Anlagen und so weiter,
wird der Token Ring in der simulierten Version auf der Bus-Topologie als Token Bus immer noch gerne benutzt und wohl auch in Zukunft weiter gerne benutzt, weil er eben deterministisch ist. Unangenehm ist, dass wir eventuell eine ganze Weile warten müssen, bis wir wieder senden können. Also ja, wir schicken ein Paket, danach schicken wir einen Token. Der Nächste, der kommt, kann das Token nehmen und ein Paket draus machen. Dann schickt er wieder ein Token, dann kann der das nehmen und das Token und ein Paket draus machen. Und dann kann der das Token nehmen, was der da erzeugt hat, und ein Paket draus machen. Erst dann kommt es wieder bei mir vorbei. Wenn 100 weitere Stationen vor mir sind, kann es schon sein, dass ich 99 Paketlaufzeiten abwarten muss, bis ich mal wieder zum Senden drankomme, weil die ja vor mir sind. Und im Mittel, unter Volllast kommen n-1 Stationen vorher und im Mittel sind das n-1 halbe, die ich warten muss, bis ich wieder dran bin, bis ich wieder senden kann. Und diese Token Rotation Time, hier oben haben wir uns ja ausgerechnet, je mehr Stationen es gibt, desto mehr Verzögerungen gibt es, die kommt dann noch dazu. Also wir müssen warten, die Token Rotation Time und die Pakete der Vorgänger. Und wenn viele Stationen im Ring sind, gibt es eben auch im Leerlauf schon eine ganze Menge Wartezeit. Beim CSMA gäbe es im Leerlauf keine Wartezeit. Also beim CSMA komme ich wahrscheinlich, muss ich nicht so lange warten, CSMA-CD, CSMA-CA insbesondere, bis ich senden kann. Aber dafür ist es eben nicht deterministisch und unter Last, wenn viel Last angeboten wird, bricht der Token-Ring nicht zusammen. Es gibt immer noch Wartezeiten, aber er bricht immerhin nicht zusammen. Die IBM, naja, als IBM, wie sie nun mal ist, haben die dann da oben drauf auf diese Token-Geschichte noch einen großen Stapel von Protokoll drauf gesattelt mit Prioritäten und manche Stationen dürfen doch nicht so häufig senden und so weiter und so weiter. Also da hat es dann noch eine ganze Menge Zusätze gegeben und das Protokoll ist dann umfangreich geworden. Es hat Jahre gedauert, bis sie das komplett implementiert hatten. Der Token Bus ist logisch gesehen ein Ring. Die Stationen reichen auf diesem busorientierten, busstrukturierten Medium die Token herum als Pakete, die sie sich gegenseitig schicken. Und natürlich darf nur der das Token hat, auch ein Paket schicken, deshalb gibt es da überhaupt keine Kollision in einem Token-Bus. Aber man muss wieder eventuell eben eine ganze Weile warten, bis das Token bei mir vorbeikommt. In einem Token-Bus, wenn ich einen Token habe und habe nichts zu schicken, dann schicke ich an den mit der nächsten Adresse, ich zähle also meine Adresse hoch, und den mit der nächsten Adresse, der kriegt das Token und der guckt wieder in seiner Liste nach, wer ist denn der Nächste und so weiter geht das herum. Diese Listen müssen übrigens auch gemanagt werden und fehlerfrei gemanagt werden. Das ist noch ein bisschen Zusatzarbeit beim Tokenbus. Über die Registereinfüge, über diese Registereinfügering möchte ich jetzt nur ganz flink sprechen. Ich habe eben schon beim Token Ring Register gehabt, so ein Schieberegister gehabt, da war aber nur ein Token drin. Bei so einem Registereinfügering, wenn eine Station, haben wir hier einen Empfänger, also eine Empfangselektronik, hier Sendeelektronik und die sind in diesem Registereinfügering drin. Die Bits, die da rotieren in diesem Ring, die werden im Normalzustand, wenn ich nichts zu senden habe, von dem Eingang gleich wieder in den Ausgang rüberkopiert. Nicht aber, wenn ich was zu senden habe. Wenn ich was zu senden habe, dann warte ich, bis hier ein Paketanfang anliegt von jemand anders. Und dann sende ich, dann sorge ich dafür, dass dieses Bit, was hier reinkommt, von dem Anfang, dass das hier in das Schieberegister reingeschoben wird und das erste Bit, was ich zu schicken habe, wird rausgeschiftet, gesendet.
Das heißt also, Senden besteht darin, dass ich mein Schieberegister in den Ring einfüge. Der Ring wird logisch gesehen, von den Bits her gesehen, dadurch länger. Und zwar genau um mein Paket länger. So, jetzt werden also meine gelben Daten hier im Ring übertragen. Alles das, was hinten ankommt, wird hier zwischengepuffert. Und das hier ist wahrscheinlich auch ein Paket. Im nächsten Schritt, wenn mein Paket vollständig geschickt ist, laufen nach wie vor alle Bits hier durch mein Schieberegister durch. Der Ring ist ja länger geworden, um mein Schieberegister lang länger geworden. Wenn das eigene Paket wieder ankommt, irgendwann in dem Ring kreist es ja, kommt es an, wir nehmen es entgegen, die Ringdaten werden rausgeschiftet, mein eigenes Paket wird reingeschiftet und sobald mein eigenes Paket wieder komplett im Schieberegister ist, mache ich hier zwischen Empfangselektronik und Sendeelektronik wieder, dann nehme ich das Schieberegister raus, verbinde die direkt und mein Paket ist wieder vom Ring genommen. Das ist sozusagen Senden durch Vordrängeln. Das Einzige, was ich nicht machen darf, ist, ich darf hier nicht mitten in ein Paket mich reinklemmen. Ich muss also abwarten, bis zumindest hier ein Paket raus ist und hier das neue Paket vom nächsten ansteht. Dann kann ich mich da vordrängeln, in den Ring hineindrängeln. Jetzt möchte ich dann etwas konkreter über lokale Netzwerke sprechen. Hier habe ich ein ganz einfaches, primitives, lokales Netzwerk. Um zu zeigen, dass man das mit ganz geringem Hardwareaufwand oder relativ geringem Hardwareaufwand auch hinkriegen kann. Die Netzwerkstruktur von diesem Local Talk, das ist Twisted Pair Kabel. Man nehme also billigstes Telefonkabel aus dem Elektronikladen, aus dem Telefonladen. Das Local Talk ist eigentlich von Apple gewesen. Apple verkauft natürlich auch teuer. Man kann auch teures Kabel nehmen. Mit diesem Twisted Pair Kabel, also dünne Kupferdrähte, ein Pärchen, kann man solche Transceiver verbinden. Die Transceiver bestehen im Wesentlichen aus kleinen Transformatoren, Spulen, die das Signal, was hier unterwegs ist, auf diesem Bus mit dem einfachen Kabel hier in den Mac oder in den PC oder in so einen Laserdrucker hinein lenken. Den Chip, der hier drin steckt, das ist eine relativ kostengünstige Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter Chip, den man auch zum Terminalanschluss benutzt hat. Und dieser Chip hier, der SCC, der hatte auch einen HDLC inklusive, also das Lab B, was wir kennengelernt haben, inklusive einer Hardware, um die Prüfsummen zu generieren. Der konnte, oder kann immer noch, wenn man will, kriegt man ja schon immer noch irgendwie eingebettet, gekauft, 230 Kilobit übertragen. Und die Local-Talk-Verkabelung eben, fast triviale Transceiver. Und jetzt macht man hier drauf das CSMA-CA. Man hört also mal, ob hier auf diesem Twisted-Pair-Kabel ein Carrier anliegt. Wenn nicht, schickt man von hier zum Beispiel zu dem hier hin ein RTS-Paket, bekommt das CTS als Antwort und schickt dann hier an den da sein Datenpaket. Zum Beispiel Daten für den Drucker. Auf diesem einfachen Twisted-Pair-Kabel. Das Interessante hier dran war, das hat die Desktop-Publishing-Revolution ausgelöst. Der Laserdrucker, der hat zwar 10.000 Mark gekostet, aber das war im Verhältnis ungeheuer billig. Laserdrucker haben zu dem Zeitpunkt, als Apple damit rauskam, über 100.000 gekostet. Und das war ein günstiger Laserdrucker und wir haben damals auch in der Uni, da hatten wir ein paar Macs, so einen Laserdrucker gekauft und ich habe meine Doktorarbeit da drauf gedruckt. Und andere Leute natürlich auch. Das war irgendwie ein Riesenfortschritt.
Dann entstand so eine Industrie drumherum, so kleine Publishing-Studios, da haben mehrere Leute auf ihren Macs Seiten gesetzt, Prospekte gemacht und so weiter. Von 10 zu 20 Leuten konnte man einen Laserdrucker benutzen, von den Macs aus oder auch von den PCs, über dieses einfache Netzwerk. Und dieses einfache Netzwerk hat mit seiner Geschwindigkeit zum Drucken hier völlig ausgereicht. Na, das war die erste millionenfache Anwendung von solchen lokalen Netzwerken. Und die Basis für Desktop-Publishing, selber Prospekte machen, selber die Papers ausdrucken, selber die Doktorarbeit ausdrucken. Aus diesem Netzwerk, das ja so busstrukturiert ist, hat man dann aus pragmatischen Gründen ein sternstrukturiertes Netzwerk gemacht. Und das hängt damit zusammen, dass in Amerika in den Bürogebäuden die Telefonverkabelung komplett vieradrig war. Und jetzt, wenn man sich dieses Netzwerk hier anschaut, um das aufzubauen, muss man zusätzlich Draht verlegen, Kabel verlegen. Da kann man dann entweder die Wand aufklopfen oder man kann irgendwie durch Kabelkanäle durchkriechen mit dem Kabel. Oder man kann es einfach nicht so schön draußen so mit schwarz-gelb gestreiften Band auf dem Boden kleben, bis der Nächste drüber stolpert. Hier bei dieser Verkabelung, Telefone funktionieren ja eigentlich zweiadrig. Und bei dieser vierdrähtigen Verkabelung, die in diesen Büros zum Großteil lag, da sind also dann zwei frei gewesen. In dem mittleren Pärchen ist das Telefon, in dem äußeren Pärchen konnte man das Local Talk veranstalten. Im sogenannten Wiring Cabinet, also es ist so ein oder Wiring Closet. Das ist ein kleiner Raum irgendwo. Wir haben hier unten in der Uni übrigens auch sowas. Da gibt es so einen kleinen Raum, in dem laufen alle Telefonkabel auf und alle Ethernet-Drähte auf und dann wird da verteilt. Da gibt es solche Klemmleisten. Die vier Drähte, die werden hier auf diese vier klemmen. Die inneren beiden, die werden weitergeleitet zum Telefon. Und die äußeren beiden, die leiten wir jetzt hier weiter zu so einem Star Controller. Dieser Star Controller, der übernimmt zentral diese Bustopologie. Da werden also alle Drähte, alle Pärchen da auf so einen gemeinsamen Bus draufgelegt. Und wenn man es richtig macht, mit diesem HDAC-artigen Rahmen, kann man auch dafür sorgen, dass es kann man das managen, kann man Stationen abklemmen und wieder anklemmen, wenn der Fehler beseitigt ist und so weiter. Das mögen irgendwie Firmen und die Admins in den Firmen, die mögen das, wenn sie das managen können. Also die vorhandene Verkabelung für so eine Sterntopologie, bei der der Bus zentral stattfindet, verwenden. Und jetzt komme ich zu dem, was wir heute alle benutzen, zum Ethernet in der ursprünglichen Form. Was ich hier habe, ist die Zeichnung, die der Bob Metcalf vor vielen Jahren mal bei einem Vortrag an der Uni an die Tafel gezaubert hat. Gezeichnet hat. Das Gelbe hier, das ist das Ether, die Ether, der Äther, in dem übertragen wird. Und das hat der Bob Metcalf eben so genannt. Entwickelt hat der Bob Metcalf das Ethernet zusammen mit dem David Boggs am Xerox PARC, also Palo Alto Research Center, da wo so viele tolle Sachen von unseren Computern erfunden worden sind, unter anderem auch die Laserdrucker. Der hatte etwas Schwierigkeiten, dass Xerox auch sein Ethernet, was er da gemacht hat, vertreibt. Xerox hat es dann nie vertrieben, obwohl er da monatelang dran gearbeitet hat und alle möglichen Leute bei Xerox versucht hat zu überzeugen.
Das ist aber eben nicht von Xerox verkauft worden. Dann hat irgendwann der Bob Metcalfe seine eigene Firma gegründet, 3Com. Die hat er dann auch später für ein paar Millionen Dollar oder so ähnlich weiterverkauft. Also der ist davon durchaus reich geworden. Und er hatte eine richtig schlaue Idee, wie man hier das CSMA CD machen kann, wie man die Collision Detection hinkriegt. Der hat man kann nicht eigentlich wirklich mithören bei dem, was man schickt. Denn wenn man da was schickt, dann ist das Signal in der Regel so stark, dass man nur sein eigenes Signal hört und nicht das von dem anderen auch noch. Der hat fürs Übertragen von den Bits von seinen Frames den Manchester Code benutzt. Und der Manchester Code ist ja Gleichstrom ausgeglichen, DC balanced. Wenn jetzt jemand anders gleichzeitig auch schickt, dann wird diese Codebedingung verletzt. Dann ist eben das, was in Empfang genommen wird, was hier bei meiner Station anliegt, eben nicht mehr DC balanced. Sondern das ein bisschen gedämpfte Signal von dem anderen führt dazu, dass ein Gleichstromanteil auftritt, ein Gleichstromanteil messbar wird. Der Gleichspannungsanteil, der ist größer als so eine Threshold. Die Gleichspannung ohne Kollision, die ist hier limitiert. Und wenn diese Threshold, die wählt man in diesem Bereich, und wenn der Gleichspannungsanteil größer als das hier wird, dann schließt man auf eine Kollision. Das ist die schlaue Idee, wie man das CD macht. Man prüft also nicht bitweise, ob ich das, was ich schicke, auch das ist, was da am Bus anliegt, sondern man testet den Gleichspannungsanteil, schließt auf die Manchester Code Verletzung, und weil man davon ausgeht, dass man selber den Manchester Code anständig produziert, weiß man, das sendet wohl noch ein anderer. So werden die Kollisionen entdeckt, und das ist die schlaue Idee von diesen beiden hier. Man muss dann noch einen Haufen andere Sachen machen, Annahmen treffen und zum Beispiel die Größenbeschränkung des Kollisionsgebietes. Ich habe ja schon darüber gesprochen. Wenn wir annehmen, dass der Durchmesser des Ethernets oder des gemeinsamen Mediums, formulieren wir es so, maximal 2500 Meter ist, dann kommt man auf eine Signallaufzeit von 23 Mikrosekunden end-to-end bei der Ausbreitungsgeschwindigkeit in diesem Kupferkabel. Das war eigentlich Koaxialkabel übrigens. Und das bedeutet, dass nach einem Roundtrip 2x23 hier von 46,4 Mikrosekunden, das entspricht bei 10 Megabit 464 Bit, dass dann keine Kollision mehr auftreten kann. Oder andersrum, wenn man bei 10 Megabit so ein großes Fenster haben will, dann beschränkt das die Größe des lokalen Netzwerkes auf so 2500 Meter. Die Paketlänge haben sie übrigens auf maximal 12.000 Bit festgelegt. Daraus kommen diese 1500 Byte, die sie auch heute im Internet als typische Paketlänge finden. Und die 1500 Byte, die ihr DSL-Modem überträgt zum Provider und umgekehrt. Ja, beim nächsten Mal machen wir noch ein bisschen weiter mit Ethernet, um dann das Kapitel bald abschließen zu können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit für heute und wünsche einen angenehmen Tag.